Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir sind heute bei der Serie Socialize 2. Der Block Nummer 18 ist das. Eine kostenfreie Anleitung. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und der ist heute nicht ganz so herausfordernd. Quadrate und ein Hourglass. Das ist das Stichwort. Für das Hourglass nehmen wir uns meine Teile A und C. Die lege ich mir aufeinander und schneide sie diagonal auseinander. Wir haben dann zwei übrig, aber die können wir verwenden. Wir haben vom letzten Mal auch noch welche übrig, die können wir noch für einen Block verwenden. Also, die beide brauchen wir nicht. Brauchen nur zwei und die legen wir uns rechts auf rechts aufeinander. Und wir nähen an einer kurzen Kante und beide gleich hier entlang mit einem Viertel in. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ja, kann man sehen, brauchen wir mehrere Quadrate und ich habe eigentlich gedacht, ich mache von jeder Farbe vier, aber das hat hier nicht gereicht. Dann habe ich einfach was dazwischen gesetzt. Man kann die ja bunt durcheinander nehmen. So, zurück zu unserem Hourglass. Wir bügeln jetzt zur Printseite, also nach oben. Das auch. Ich kann es ja auch mit dem Daumen ausdrücken. Dreh es um, leg es mir so hin. Und jetzt aufeinander die Nähte hier in der Mitte schön einrasten lassen, so. Und jetzt nähen wir an der langen Kante entlang. So, und wie ihr seht, haben wir hier noch das Teil B. Das sind vier Teile. Die möchte ich aber jetzt mit Quadraten versehen. Das sind die beiden Teile hier. Das können wir jetzt uns ausmachen, was wir wollen. Wir machen die nicht alle gleich. Vielleicht eins so und eins so. Und dann können wir nachher noch ein bisschen variieren, was wir noch so haben. Und weil ich jetzt hier schon an der Nähmaschine bin, nähe ich gleich weiter. So sieht unser Hourglass aus und wird auf 2,5 Inch geschnitten. Das mache ich gleich, aber die nähe ich jetzt hier noch rasch an. Dann sind die bereits fertig. Diese Teile bügeln wir zur Mitte. Jetzt schaue ich mal, wie ich meine Quadrate anordne. Dazu lege ich mir das Teil in die Mitte. Eigentlich kommen als erstes hier zwei ran. Das kann ich ja mal machen. Braun oder so lang ist auch. Ein schwarzes. Ne, hier möchte ich ein rotes haben. Arbeite gleich weiter. Eins an die linke Seite. Hier, wo der Print ist. So. Und das jetzt an die andere Seite. So darf das jetzt aussehen. Und die werden laut Anleitung in eine Richtung gebügelt. Okay. So, und jetzt kann ich es mir hinlegen und schauen, wie lege ich denn meine Quadrate jetzt hier an. Hier oben kommen vier. So und so. Und die nähe ich aneinander und dann ist es das schon. So, und die bügele ich eine Seite nach rechts und die andere nach links. Also rechts auf rechts aufeinander klappen, einrasten lassen, Stecknadel rein, hier entlang und das gleiche machen wir unten. So sieht mein Teil jetzt hier aus, angenähte Ecken. Das hat eine Größe von 4,5 x 4,5 und jetzt nehmen wir uns die beiden letzten Teile hier oder vorletzten Teile. So,
so, so und so. Die zuerst, das und das. Das ist er, der Block Nummer 18. Ein toller Resteblock. Hier kann ich noch viel mehr spielen, was ich hier gemacht habe. Das ist der kleine, das ist der 6,5-Inch Block. Und wenn du magst, sehen wir uns gerne wieder beim Block Nummer 19. Und ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes euch wünscht, was ihr gerne gezeigt haben wollt. Ich habe noch eine Idee gehabt, und zwar so einen kleinen Wandbehang fürs Nähzimmer zu machen, so mit einem Bügeleisen, Spulenblock, also einen Garnspulenblock und eine Schere, dass man sich das sein Nähplatz einfach mal ein bisschen schön macht, dass man da drauf gucken kann. Also das ist meine Idee. Ja, vielleicht habt ihr noch eine andere, die mir jetzt hier gerade noch nicht einfällt und ich die gerne euch zeigen kann. Also habt Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!